Werbung von seiner schönsten Seite. Der Schneiderhof in Oberaschau mit schneebedecktem Bergpanorama. Stallidylle pur mit Massageautomat für die Kühe. Alles überwacht vom freiwilligen Qualitätsscout, der ja eigentlich Jurist ist. Sofort fühlt man sich sicher, so einen Hof endlich mal ganz nah zu sehen. Immerhin einen von 100.000. Wie die anderen wohl aussehen? Das weiß McDonald's selbst nämlich auch nicht. Denn McDonald's wird von der SK Food Solutions beliefert und dahinter verbirgt sich wiederum die OSI-Gruppe. SK, OSI, klingt schon irgendwie anders als Schneiderhof. Außerdem sind die nach außen auch noch hermetisch abgeriegelt. Denn wie heißt es so schön auf der OSI-Website? Der Zugang zu unseren Fabriken und Produktionsstätten findet nur unter gewissenhafter Beobachtung statt. Keine unautorisierte Person darf eine Fabrik betreten, wenn dort Markenartikel hergestellt werden. Kunden sind immer willkommen, wenn sie ihre eigene Produktion besichtigen wollen, aber sie haben niemals Zugang zur Produktion und deren Produktionseinrichtungen anderer Kunden. Dann ist die Fleischherstellung wohl doch nicht so transparent. Vielleicht, weil da auch Tiere aus dem Ausland, zum Beispiel Tschechien, geschlachtet werden. Wer kann da also noch kontrollieren, von welcher Kuh welche Fleischscheibe zwischen den Brötchenhälften stammt? Könnte schwierig werden. Das hätten Sie nicht gedacht, oder? Wir schon. Wir von Foodwatch halten Sie auf dem Laufenden. Einfach kostenlosen Newsletter bestellen. www.foodwatch.de